Der SSV Reutlingen wird Ihnen präsentiert von der Paravan GmbH in Pfronstetten-Archelau. Hallo zum ersten Sportmagazin im Wonnemonat Mai mit Fußball aus der Oberliga Baden-Württemberg. Der SSV Reutlingen hatte am Samstag zur heiligen Anstoßzeit um 15.30 Uhr den Freiburger FC zu Gast. 40 Punkte hat der SSV auf dem Konto, die Gäste aus Südbaden reisten mit 35 Zählern im Gepäck an. Beide Mannschaften waren bereits unter der Woche im Einsatz. Kapitän Pierre Eiberger und Co. holten ja beim 2:2 in Pforzheim einen verdienten Punkt. Der FFC unterlag dem Aufstiegsanwärter Freiberg nach 2:1-Führung am Ende mit 2:5. Ligatorjäger Marco Krüttner traf viermal für den SGV. Beide Teams brauchen natürlich noch Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Unterdessen laufen ja auch die Kaderplanungen für die neue Runde. Marvin Jäger und Luca Meixner haben ihre Verträge vor kurzem verlängert. Und mit Riccardo Gorgiglione wechselt ein erfahrener Oberligaspieler aus Bissingen im Sommer an die Kreuzeiche. Der SSV musste unter anderem auf Sadath und Wörle verzichten. Torjäger Kuengenda war nach seiner Sperre wieder dabei, saß aber zunächst draußen. Die Gäste um Kapitän Fabian Amrhein hatten insgesamt nur 4 Feldspieler auf der Bank. Dann mal los, nur rund 500 Zuschauer waren mit dabei und die sahen in der ersten Minute diesen Freistoß von Alexander Martinelli. Der hat schon 7-mal getroffen, aber der Ball geht an allen und dann knapp am Tor vorbei. Kurz danach klaut Meixner Daniel Himmelsbach die Kugel, dann Tim Schweiger, der erzielte ja in Pforzheim den Ausgleich und wechselt zur neuen Runde in die Goldstadt. Der Schuss von Eiberger geht dann doch deutlich über den Freiburger Kasten. Der SSV tat sich ja zuletzt auswärts deutlich leichter. Nur ein Tor gab es zu Hause in diesem Kalenderjahr. Kuengenda traf zum 1:0 gegen Links. Zuletzt bei der 0:2-Niederlage gegen Neckarsulm ging offensiv bis auf die Anfangsphase wenig. Gut 10 Minuten Rumkeeper Enrico Piu, Kopfballverlängerung Diamanovic und dann ist Meixner durch, rum um Torwart Schindler, aber nix war's. Da war mehr drin. Der 20-Jährige hatte das 1:0 auf dem Fuß. Die Gäste in Gelb bislang kaum mit Offensivaktionen. Die SSV-Hintermannschaft hier mit Jäger und Nils Steiger sehr aufmerksam. Und dann ging es flott nach vorne. Solo von Tim Schweiger, der machte über links ordentlich Betrieb. Immer noch Schweiger, dann die Hereingabe. Schindler dazwischen und Lukas Boro klärt im letzten Moment vor Meixner. Und wieder die Hausherren, langer Ball von Eiberger, wieder auf die linke Seite zu Frederik Schumann, der mit starkem Zuspiel in den Lauf von Schweiger, der versucht es direkt, aber Niklas Schindler pariert. Die Ecke brachte dann nichts ein. Der Freiburger FC stieg ja 2019 in die Oberliga auf. Klar, der FFC steht natürlich im Schatten des Stadtrivalen SC Freiburg, der gerade in der Bundesliga und im Pokal richtig erfolgreich unterwegs ist. Viel unterwegs war beim SSV vor allem Schweiger, dann Eiberger zu Meixner und der verzieht. 5 Minuten noch bis zur Pause, jetzt mal der FFC. 1907 wurde man deutscher Meister. Frederik Polzer schießt links am Tor vorbei. Dann war auch die erste Hälfte vorbei. Der gute Schiedsrichter Jonathan Woldai pfiff zur Pause. Keine Tore im schwäbisch-badischen Duell. Meixner hatte die größte Gelegenheit. Der Tabellen-14. war offensiv harmlos. Der 12-fache Torschütze Murat Hassan hatte gar keine Aktion. Wir hoffen auf mehr Torszenen im zweiten Durchgang. SSV-Coach Albert Lennart brachte zur zweiten Hälfte Stürmer Mohamed Sanyang für Florian Krajnovic. Sein Kollege Aurelio Martins ließ seine erste Elf auf dem Rasen. Da haben wir Sanyang in Aktion, zurück auf Schweiger, der dann mit der Hereingabe Richtung Diamanovic und der kommt auch an den Ball, aber keine Gefahr für das FFC-Gehäuse.
Knappe Stunde bereits absolviert. Meixner und Eiberger mit der Balleroberung im Mittelfeld. Dann wieder der sehr agile Schweiger. Schöner Pass links raus zu Frederik Schumann. Der wieder zurück zu Schweiger. Der bleibt am Ball. Meixner wieder rüber zu Schumann. Der FFC immer einen Schritt zu spät. Schumann zieht mit links ab. Der Ball klatscht an den rechten Pfosten. Und dann steht Jovan Diamanovic goldrichtig und staubt zum 1:0 ab. Jo, der SSV führt, Diamanovic bringt seine Farben in Front. Bereits in Pforzheim traf er zum zwischenzeitlichen 1:1 kurz vor der Pause. Und da schauen wir gerne nochmal hin. Schumann an den Pfosten, Diamanovic ins Glück. Jubel natürlich auch bei den Fans der Szene E. 5 Minuten später war dann Feierabend für den Torschützen. Onesi Kuengyenda kam ins Spiel. Vom FFC kam weiterhin herzlich wenig. Der SSV blieb am Drücker. Da haben wir Kuengyenda. Der hat das Auge für den mitgelaufenen Schweiger. Der hat jede Menge Platz und entscheidet sich für den Rückpass auf Leon Sky Tuxa. Aber der schießt den Ball über den Kasten. Große Chance zum 2:0, aber Tuxa vergibt. Danach passierte nicht allzu viel. Die Freiburger kamen über Ansätze nicht hinaus. Der SSV stand defensiv gut und entwickelte vor allem über die linke Seite immer wieder Druck. Schumann mit der Hacke, na klar, zu Tim Schweiger, der schickt Kuengyenda. 9-mal bereits erfolgreich in dieser Runde, doch hier scheitert er an Schindler. Wir lassen die Szene weiterlaufen, bleiben in der 76. Minute. Das ist Anthony Nyamsi Mbemsom, der zum eingewechselten Kevin Bernauer und der mit einem starken Pass in den Lauf von Alexander Martinelli, aber dessen Rechtsschuss geht links am SSV-Kasten vorbei. Beste Chance für die Jungs aus dem Breisgau. Knapp 10 Minuten noch, Kuengyenda zu San Yang, der überlässt Schweiger und der bedient wieder San Yang, doch der zögert zu lange und legte sich zudem den Ball etwas zu weit vor. Da war mehr drin. Sahen wohl auch die Zuschauer auf der Gegengerade so, doch die mussten nicht lange auf die nächste Chance zum 2:0 warten. Schumann erst stark, dann glücklos im Abschluss. Wenig später immer wieder das gleiche Muster. Der SSV aufmerksam, hier Eiberger und dann hat wieder Schweiger die Kugel. Weiter zu Kuengyenda, der zurück zu Schweiger. Wieder macht der SSV über die linke Seite Dampf. Schweiger stark, nochmal zu Kuengyenda. Riesenräume jetzt für die 05er. Kuengyenda schießt, Schindler fährt das rechte Bein aus. Kuengyenda behauptet den Ball und nimmt Meixner mit. Der sieht in der Mitte San Yang und der bleibt zunächst an Schindler hängen, bleibt aber ebenfalls am Ball und schiebt ihn dann zum 2:0 über die Linie. Ja, das war zwar eine schwere Geburt, aber egal. 6 Minuten vor Schluss sorgt Mohamed San Yang für die Vorentscheidung. Und dann aber vor die Fans und dann zu den Fans. Jawohl, vom FFC kam nichts mehr. Dafür hatte der SSV noch zwei richtig dicke Möglichkeiten und die zeigen wir Ihnen noch. Dennis Lübke nach Verletzung ja schon gegen Neckarsulm wieder dabei, gewinnt das Duell der beiden Siebener gegen Martinelli. Kuengyenda bleibt zunächst an Himmelsbach hängen, aber dann kommt Meixner an den Ball. Jetzt geht's mal über rechts. Meixner mit toller Bewegung und prima Rückpass, aber San Yang kommt nicht an Schindler vorbei. Einen haben wir noch. Während mancher auf der Tribüne über Handy die Schlussphase in der ersten Bundesliga verfolgte, startete der SSV nochmal einen Angriff. Wir bleiben natürlich am Ball, ebenso wie der SSV, wieder San Yang. Boro alleine gegen zwei. San Yang passt im richtigen Moment zu Schumann, doch der verpasst das 3:0 um wenige Zentimeter. Mehr gab es nicht zu verpassen, denn dann war Schluss. Der SSV Reutlingen schlägt den Freiburger FC hochverdient mit 2:0 und macht mit jetzt 43 Punkten einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt. Vor allem nach der Pause erhöhte man den Druck fast immer über links und belohnte sich mit 2 Toren. In der Tabelle bleibt es bei Platz 12. Am 4. Mai kommt der FV Ravensburg zum Nachholspiel an die Kreuzeiche. Wir haben die Stimmen zum Spiel und liefern den Ausblick auf Mittwoch gleich mit. Ja, herzlichen Glückwunsch zum 2:0 Heimsieg. Ich sag mal, bis auf die Chancenauswertung hat alles gepasst heute, oder? Ja, soweit schon. Also
Wir hätten viel früher den Sack zumachen müssen, deswegen, ja, geht auf jeden Fall. Also ein hochverdienter Sieg auf jeden Fall und ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf. War am Mittwoch schon eine starke Leistung in Pforzheim mit dem Punkt, hat auch ein bisschen Rückenwind gegeben und heute habt ihr dann einfach geduldig gespielt und nicht viel zugelassen. Ja, ich glaube, die hatten jetzt zwei Torchancen im ganzen Spiel, also es war, wir haben kompakt verteidigt, deswegen war ein hochverdienter Sieg. Mittwoch geht schon weiter Ravensburg, da heißt es so schön nachlegen vor eigenem Publikum. Ja, das ist auf jeden Fall unser Ziel, ist einfach auf jeden Fall die 3 Punkte hier zu lassen und einfach den Abstand zu vergrößern nach hinten. Du hast jetzt einen Vertrag verlängert beim SSV, kurz zu den Gründen, es passt für dich hier? Ja, ich wohne in Rottenburg, deswegen ist die Fahrzeit auch gut. Auch ich möchte hier was aufbauen mit dem Verein zusammen und ja, der SSV ist Traditionsverein, deswegen ich bleibe gerne hier. Das waren wichtige Spiele heute, die 3 Punkte gegen direkten Konkurrenten. Ich glaube, am Anfang hat man gemerkt, ich glaube, niemand will so richtigen Fehler machen. Wir waren, ich sag mal, gut im Spiel und ja, dann mein Treffer, ich stehe da, wo ein Stürmer stehen muss, habe ein bisschen Glück, aber passt gerade zu mir, 3 Spiele, jetzt 3 Tore, kann so weitergehen. Genau, wollte ich gerade sagen, bei dir läuft's und jetzt auch der Punkt im Pforzheim war ja auch schon verdient und wichtig und heute, das war schon mal ein richtig großer Schritt dann auch Richtung Klassenerhalt, oder? Ja, auf jeden Fall, also gegen direkten Konkurrenten dreifach punkten, ich würde sogar als 6-Punkte-Spiel heute bezeichnen. Jetzt legt man Mittwoch hoffentlich nach und dann sieht es gut aus für die letzten Spiele. Genau, Mittwoch Ravensburg, dann jetzt mit diesem Sieg im Rücken, dann wieder vor Heimpublikum, also dann werden die nächsten Tage jetzt auch ein bisschen entspannter. Ja, ich glaube, wir trainieren am Montag oder am Dienstag, das weiß ich nicht genau, einmal regenerieren und dann wieder 100% auf die Platte bringen am Mittwoch. Lassen hinten raus, hätte es noch das ein oder andere mehr sein können, aber ich denke, kannst zufrieden sein heute mit den Jungs, oder? Auf jeden Fall, nach dem 2-0 unglaublich im Endeffekt. Leider haben sie sich nicht belohnt. Also hätten noch mehr Tore fallen müssen und auch können. Aber Hauptsache 3 Punkte. Genau, ihr habt im Pforzheim schon ein starkes Spiel, einen Punkt geholt nach dem Spiel vor der Woche in der Garsund, wo es eben nicht lief. Hat heute vieles gepasst, auch hat vor allem auch nicht viel zugelassen. Das ist richtig. Am Anfang trotzdem sehr, sehr fahrig gefahren, nicht genau gespielt, nicht ballsicher. Wir wollten zu viel. Klar, zu Hause noch nicht richtig gut gespielt, aber nochmal, 3 Punkte, 2-0, zu 0, alles gut. Genau, 43 Punkte jetzt auf dem Konto. Kurzer Ausblick noch, Ravensburg kommt am Mittwoch ins Nachholspiel, es geht Schlag auf Schlag, aber jetzt durch diesen Heimsieg heute dann auch wieder mit breiter Brust und jetzt ein bisschen gelassener, sage ich mal. Es kehrt ein bisschen Ruhe halt ein, muss man so sagen, aber morgen nochmal Ruhetag, dann Dienstag nochmal, Montag nochmal Vorbereitung fürs nächste Spiel und dann gucken wir, dass wir Ravensburg auch noch was holen. Also Mittwoch gegen den punktgleichen FV Ravensburg und am Samstag geht es dann nach Ilshofen. Das war's von der Kreuzeiche. Kommen Sie gut in die erste Maiwoche und dann bis Dienstag zum Sportticker. Der SSV Reutlingen wurde Ihnen präsentiert von der Paravan GmbH in Frohnstetten-Eichelau.